wiederkommen. Ja, schauen wir einfach mal nach. Jetzt gehen wir erstmal angeln. Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Ich hänge immer einen an den Haken, bevor ich die Angel auswerfe. Okay, dann angeln wir. Ich habe nicht viel Ahnung vom Angeln, aber ich kann ja mal mein Glück versuchen. Angler Level 0. Wie vermutet, nichts. Allerdings, irgendwie habe ich das Gefühl, als wüsste ich nun etwas besser, was ich tue. Okay. Ich schätze, nochmal? Dass ich einfach so lange üben kann, bis ich gut genug bin. Oder aber ich versuche eine Abkürzung, indem ich woanders mehr über das Angeln lerne. Okay. Ah, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich angel jetzt so lange, bis ich den Fisch endlich bekomme. Zum Beispiel jetzt. Ein Klassiker. Ein Kürbis oder irgendwie sowas. Und wir sind Level 2. Aber in der Bibliothek war doch, glaube ich, auch ein Buch über Angeln, oder? Ja, da gab es das. Genau, dann gehen wir hier, lies das Angelbuch. Vielleicht stehen im Angelbuch einige nützliche Praxistipps. Für eine lukrative Session mit erfolgreichem Drill kommt es nicht nur auf Art und Qualität des Tackles, sondern vor allem auf einen guten Spot und die richtige Technik an. Dabei ist es egal, ob man nun jiggt, stippt, trollt oder fiedert. Wobbler, Twister, Spinner, Blinker, Popper, Jigs, Jerks und Lifebaits wollen möglichst verführerisch präsentiert werden. Ich habe keinen Schimmer, was das alles bedeuten soll. Vermutlich sind meine Angelfähigkeiten noch nicht fortgeschritten genug, um dieses Buch benutzen zu können. Okay, also wir müssen doch noch mal ein paar Mal angeln. So sieht's aus. Dann gehen wir doch mal raus und machen hier unsere schöne Angelsession. So. Na endlich. Damit kann ich den roten Hering von meiner Liste streichen. Ich hätte nur dreimal angeln müssen. Komm, ich will jetzt mal. Ich habe zwar, was ich brauchte, aber irgendwie macht das Spaß. Und vielleicht habe ich ja Glück und hole noch etwas Interessantes aus dem Teich. Genau. Ich glaube, da ist irgendwas noch versteckt. Irgendwas, entweder... Ha, ein Klassiker. Ein Lenker? Okay. In dem kleinen... Ob auch etwas dabei ist, das ist... Ja, ich will angeln. Komm, nochmal. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Das ist... Das macht wirklich Spaß. Ja. Ha, ein Klassiker. Level 5. In dem kleinen aber auch etwas. Nein, ich will angeln. So, hier nochmal. Heppa. Ja, da freue ich mich auch schon wieder aufs neue WoW-Add-on, wenn das rauskommt. Ach. Ich weiß schon, die ersten 6 Stunden, während alle losrennen und alle Levels machen, werde ich mich wahrscheinlich wieder hinsetzen und probieren, der erste Angler auf dem Server zu sein. Was ist denn der erste von euch? Das ist ziemlich langweilig. Ja. Ich werde es auf Twitch auf jeden Fall streamen. Ha! Ein Klassiker. Okay, machen wir noch. Komm, mach mal. 8. Was ist das? Eine Krone? Ein Klassiker. Oder? Nein, na. Ich will Level 10 noch schnell haben. Ich glaube, dann können wir das Angelbuch lesen vielleicht. Ha, ja, noch ein mal Klassiker. Kopf. Mich wundert es, dass noch kein Stiefel oder sowas gekommen ist. Das kommt bestimmt noch. Ja, denke ich auch. Was war das? Das kam nicht. Na, ich mache noch mal. Okay, da kommt nichts mehr. Ein Klassiker. Gut.
Gut, dann sind wir Level 11 und mit Level 11 können wir vielleicht das Buch drüben lesen. Schauen wir mal nach. Angelbuch. Vielleicht habe ich jetzt genug Vorwissen, um das Buch verstehen zu können. Weil sie auch gerade von den Fischen die Begriffe gelernt hat. Klar. Aha. Zweimal also. Oh, das war informativ. Ach, jetzt haben wir 10 Level gleich automatisch bekommen. Damit kann, alles, kann was mir das Buch lesen? Beibringen kann, weiß ich schon. Ach, damit habe ich jetzt nur 10-mal lesen gespart. Okay, was fehlt uns denn noch? Den roten Hering haben wir. Uns fehlt nur noch der Honig. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles gemacht soweit. Schauen wir noch mal hoch. Was es hier noch Schönes gibt. Schmuckkästchen, Strickmütze. Die Strickmütze war vorher, glaube ich, nicht da. In den paar Wochen, oder? In denen wir alle zusammen hier im Elfenhain gelebt haben, hatte ich Geburtstag. Für Wilbur war das eine große Sache. Er konnte nicht verstehen, dass man Geburtstagen nach ein paar hundert Jahren keine allzu große Bedeutung mehr beimisst. Er hat darauf bestanden, mir ein Geschenk zu machen. Tagelang saß er mit seinen knubbeligen Fingern in einer Ecke und hat mir diese Mütze gestrickt. Wilbur wusste nicht, dass der Herbst in meiner Welt noch Jahre dauern würde und Elfen nicht frieren. Aber es war dennoch das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Mutter betrachtete die Mütze mit so viel Abscheu, dass ich sie tagelang nicht mehr abnahm. Wilbur strahlte vor Glück. Das finde ich nett, dass die Geschichten sich unterscheiden, oder? Dass man Sachen auch mehrmals anschauen kann und unterschiedliche Texte kommen. Ach, guck mal, was hier steht. Betrachte die Blume. Ich habe ein Gefühl. Diese Blume wurde uns auch von den Feen geschenkt, genau wie die Liebeslilie unten im Garten. Ich möchte wetten, die beiden gehören zusammen. Na, dann probieren wir das doch mal. Perfekt, perfekt. Wasser ist die am einfachsten zu besorgende Zutat. Davon haben wir hier im Überfluss. Na, okay, können wir das auch mitnehmen, das Wasser, oder? Nee, anscheinend nicht, aber ich denke... Ich könnte die Schale benutzen, um die Medizin zu mischen. Ein Löffel Honig, eine grüne Frucht vom Metusstrauch, einen roten Hering und etwas Wasser. Alles zerstampfen, bis sich ein dickflüssiger Trank gebildet hat. Klingt nicht gerade lecker. Okay, haben wir. In der Spieluhr hockt der Vogel, da können wir auch nichts direkt machen. Bringt uns das Schmuckkästchen. Ja, stimmt. Diese Ohrringe hier. Die glitzern und blinken im Sonnenlicht. Das könnte nützlich sein. Ach, kann ich damit auch nochmal? Wofür auch immer. Als Angelutensil. So, schauen wir aber auch nochmal auf die Spieluhr. Man hört Cheep Cheeps schnarchen. Er ist einer der ganz wenigen Vögel, die dazu in der Lage sind. Okay, also damit können wir nichts machen. Aber wir haben jetzt die Pflanze. Und mit der Pflanze können wir hier unten... Wir bringen sie einfach mal Aubo. Der wird damit schon was anfangen können, glaube ich. Beziehungsweise ich möchte hier mal was probieren. Ich benutze die Ohrringe mit der Angel. Das sieht vielversprechend aus. Das ist dann wie diese kleinen Fische. Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Okay, gucken wir mal, ob das zusammen was bringt. Wir angeln nochmal. Ach komm, Level 700 werden wir irgendwann schaffen hier. Oder auch nicht. Ja. Noch ein Versuch. Ein Klassiker. Okay, da kommt wohl nichts mehr. Aber ich muss nachher mal in Steam schauen, ob man irgendwie einen Erfolg dafür bekommt, wenn man, was weiß ich, Angler Level 500 oder so bekommt. Mach ich mal irgendwie, dass das auf dem zweiten Bildschirm auf.
Okay. Ja, guck mal nach. Ich rede so lange hier mit Arbo, beziehungsweise ich benutze Pflanze mit Zeige Arbo die rote Blume. Hola. Ich habe hier eine Blume, die dir bei deiner Liebeslilie helfen könnte. So? Ja, schau. Schau mal, kennst du diese Blume? Oh, schön. Das hast du gut gemacht, Mädchen. Ja, scheint so. Was ist das denn? Heulst du? Nein. Ja? Ich weiß auch nicht. Wie auch immer. Ich hab mir auf jeden Fall erstmal eine Pause verdient. Ja, du hast ja alles gemacht hier. Aber wir bekommen hier einen Spaten. Das ist schon mal nicht schlecht. Und was macht er jetzt? Er raucht jetzt hier. Ah, und dadurch werden die... Dadurch verschwinden die Bienen. Können wir jetzt hier irgendwie... Der Rauch aus der Pfeife scheint die Bienen beruhigt zu haben. Sie laufen nur noch träge über das Nest. Okay, das ist schon mal schön. Das ist Abos kleiner Spaten. Er lässt seinen Kram ständig überall im Garten herumstehen, was Mutter natürlich wahnsinnig macht. Okay, nimm den Spaten. Okay, und wir schlagen jetzt mit diesem Spaten gegen das Nest. Okay, dann nicht. Was ist denn das hier eigentlich für ein Loch? Das sieht fast so aus, als ob man hier... Betrachte die glücklichen Blumen. Einfach schön. Zwei Pflanzen, die sich gefunden haben und den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Ich brauche also hier zum Thema Steam-Errungenschaften. Wir haben bereits Schwindelfrei und Meistermechaniker. So. Als nächstes kommt hier gesprengte Ketten. Das ist das erste Kapitel. Ansonsten gibt's nichts. Jetzt spoiler doch hier nichts. Ich möchte das Spiel hier genießen. Es gibt keine Angel. Es gibt nichts für Angeln. Da gibt's nichts für Angeln? Okay, ich dachte. Da ist nichts drin. Okay, ich dachte, dafür gibt's vielleicht irgendwie einen Erfolg. Reden wir nochmal mit Aubo. Vielleicht hilft er uns ja bei Du lässt Honig. Es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Ich habe mir deinen Spaten. Ich brauche Spaten kurz deinen Spaten. Ist das in Ordnung? Klar, aber Wiedersehen macht Freude. Rauchen du solltest ist ungesund. Nicht rauchen. Wieso nicht? Ist ungesund. Keine Lunge, keine Probleme. Und findest du es nicht irgendwie abartig, dich selber zu rauchen? Ja, ich weiß. Ich bin schrecklich. Ja, vorher erzählte uns noch was von Horrorgeschichten und jetzt raucht er sich selber. Erzähl es niemandem. Vermisst du manchmal dein altes Leben und die Welt da draußen? Ja, hier ist es schon bequem. Und langweilig. Wenn dir langweilig ist, warum bist du dann hier? Ich bin immerhin die Prinzessin. Und Mutter hat Angst, dass mir da draußen etwas passieren könnte. Und wenn man ehrlich ist, hat sie damit recht. Ja, oder sie könnte dir fett etwas werden. Passieren. Und wie nennt man es, wenn einem etwas passiert? Leben nennt man das. Man fällt hin, Richtig. Man steht auf, man lacht, man weint, man macht dumme Dinge. Wie soll man die Sonne genießen, wenn es nie regnet? Richtig. Das ist halt, wenn man das Leben hier im goldenen Käfig hat. Dann wird's halt eben auch irgendwann langweilig. Wegen des Tranks. Ja, ich brauche immer noch Honig. Nochmal was anderes. Okay, da können wir nichts machen. Ich muss weiter. Mach's gut. Arbeite nicht so viel. Nö. Das macht er sicherlich nicht. Das passiert ihm garantiert nicht. Ja, wir schauen hier weiter und schauen nochmal, ob wir hier irgendwas machen können. Das haben wir. Ich kann mich auf die Bank setzen? Nein, ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Und das ist gut so. Endlich habe ich mal wieder etwas zu tun. Richtig.
betrachte das Vogelbad. Schauen wir mal rüber. So, was haben wir hier? Betrachte die Wasserpflanzen. Okay. Im Teich wachsen Schilfrohr und Seerosen. Natürlich wurden sie angepflanzt. So hoch in den Bergen kommen sie normalerweise nicht vor. Da wollte ich gerade auch fragen. Mit einer Seerose kann ich wohl nichts anfangen. Aber ein Schilfrohr könnte schon nützlich sein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Stecken und wir haben hier so ein Schilfrohr. Kann man auch brauchen. Ja, ich guck gerade, ob ich die hier irgendwie... Damit kennst du dich aus jetzt wieder, okay? Den See haben wir schon oft genug angeschaut. Den da oben kann man angucken. Den hier? Den haben wir schon. Das ist die glückliche Trauerweide. Dort oben entspringt der Quellbach. Hier ist er noch klein, aber er wird zum größten und wichtigsten Fluss im Waldlandreich. Und hier geht's zu Mama. Dort geht es hinauf zum Thronsaal. Mutter wird mit eiserner Disziplin die Staatsgeschäfte lenken, während Papa an den Lebensbaum gelehnt dasitzt und nachdenkt. Oder schläft. Oh ja, die Mutter, die ist die absolute Patriarchin. Hier und ich habe eine Idee. Wenn wir jetzt hier so ein Stecken haben, vielleicht können wir damit benutze Stecken mit Bienen. Steche das Bienennest an. Der Rauch aus Abos Pfeife scheint die Bienen zu beruhigen. Das ist meine Chance. Ja, komm. Hey, sonst geht's noch? Sorry, musste sein. Ich kann diese Zerstörung der Natur nicht gutheißen, außer ich krieg die Hälfte vom Honig. Mehr brauche ich nicht. Der Rest ist für dich. Das ist das gute Zeug. Aber das muss reichen. Die Bienen brauchen auch noch was. Er hat echt irgendwie ein Problem mit Drogen, oder? Irgendwie so ein bisschen. Ja, aber wir haben jetzt alle Sachen. Wir haben die grüne Frucht, wir haben den roten Hering und wir haben den Honig. Ja, dann mal ganz schnell nach oben. Wieder hoch ins Zimmer und dann bereiten wir den Trank vor. Ich bin jetzt echt gespannt. Dann haben wir zumindest mal wieder eine Sache gelöst und bekommen dafür wahrscheinlich dann wieder drei neue Probleme. Geh in den Palast. Hier sind wir. Gut, also. Und jetzt alles reinschmeißen, oder? Habe ich richtig verstanden. Einmal reinschmeißen. Frucht in die Schale. Oh, man kann riechen, wie sauer die Frucht ist. Dann danke hier für dein Opfer, rein. Kleiner Fisch. Der Sound gerade eben flatsch. Ja. Und den ungefähr Honig noch hinzu. Ein Löffel Honig. So. Ich habe es beinahe geschafft. Fehlt nur noch Wasser. Das sollte einfach sein. Danach muss ich alles vermischen und zerstampfen. Zerstampfen? Wasser ist die am einfachsten zu besorgende Zutat. Davon haben wir hier im Überfluss. Genau, wir geben das Wasser in die Schale. Das sollte reichen. So. Das Medizinbuch meinte, es müsse ein dickflüssiger Trank sein. Und ich nehme an, wir nehmen jetzt einfach den Stein hier. Ja, genau, zerstampfe die Zutaten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Wow, ich hoffe, das ist ein Scherz. Okay, wir haben den Trank. Dann trinken wir mal die Medizin. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass ich dieses Gebräu nicht trinken werde, bevor ich nicht noch einmal mit dem Medizinbuch darüber gesprochen habe. Ich will wissen, gegen welche Krankheit ein Trank helfen soll, der aussieht, als sei er schon mehrfach verdaut worden. Das muss ja nicht schmecken, aber... Dann gehen wir halt runter zum Buch und reden mit dem Medizinbuch. Hi. Na,
Wo drückt denn der Schuh? Der Trank. Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Cheep, cheep. Cheep, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Oh, ich finde den Vogel so süß. Das ist Medizin. Naja, ich habe dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Sie muss es trinken. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Können wir vielleicht eine zweite Meinung dazu einholen, es oder? Es ist nicht so, als dass ich dein medizinisches Fachwissen anzweifle, aber vielleicht hilft mir auch eine andere Medizin als dieser Ekelcocktail. Wenn du wissen willst, was du hast, trink die Medizin. Wenn nicht, diskutiere gerne weiter mit mir. Okay, dann trinken wir es einmal. Das ist ekelerregend. Das ist Medizin. Die soll nicht schmecken. So ist es gut. Ganz austrinken. Was passiert mit ihr? Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Wie der kleine Vogel in der Umkehr.